So. Manu, fahr drüber, gibt heute Abend Schweineschnitzel mit Pommes. Oh! Also ich glaube, das müssen wir mit dem anderen Auto machen. Echt? Ja. Borsti ist tot. Das wird der Titel sein. Borsti ist tot. Ah. Das ist. Prosti, geht's gut! Das steht und glotzt. Das ist so Absicht hier. Geh doch mal weg. Mann. Was ist denn los mit diesem Wir Schwein? brauchen bald Da das ist nicht. Schweinef Er Wir ist nicht brauchen das gegangen. Schweinefutter bald nicht mehr. Guck mal, es legt sich Für dahin. keine Schweine brauchen wir auch kein Futter. Sehr witzig. Guck mal, das liegt da. Siehst du, jetzt rennt es wieder hier drunter. Also die sind ja wirklich. So, jetzt wollen wir mal gucken, Dein aber das. Kollege ist noch im Winterschlaf. Was gedenkst du dagegen zu unternehmen? Ja, das muss ich mir noch überlegen. So, gucken wir mal. Die dürften eigentlich nicht so viel brauchen, oder? Ja, okay. Du randalierst schon So. wieder. Was? Nein. Du randalierst. Nein, ich bewege mich. Warum? Das muss. Oh. So, stopp. Okay. Bei den Ballen geben die Kühe alles Mögliche, bloß keine Milch, sag ich doch. Die geben nur noch Radioaktivität ab und die kannst du nicht erpressen. Ja? So, ja, jetzt müssen wir mal überlegen, wo wir die halt hin tun, die Dinge. Was, wie sieht denn der aus? Der ist total versifft, den muss man mal sauer machen. Weil wie verkratzt der ist und Ich, was. Oh. Oder der Ballen hängt, das, also. Das ist, sieht nur bei dir so aus. Also, ob Das das hatten wir letztes Mal schon. vernünftig eingeladen ist, Das das lassen ist wir sogar mal dahin. Ja, ja, angegurtet. ja, ja. Guck mal, wie das aussieht Ich hier. habe Ja, Videobeweis. ich auch, hier, ne? Ist nicht schön, was du da gemacht hast. Bei dir hingen letztes Mal auch die ganzen Paletten raus, obwohl die bei mir alle gut gestapelt waren. Ich bin mir da nicht so sicher. Ob die Milch auch in Rechtecken rauskommt, wahrscheinlich. Jetzt müssen wir mal überlegen, wo wir das hin tun. Ja. Wenn du die ins Strohlager machst, dann werden die sowieso rund. Ja, Wenn du die ins Strohlager packst, dann machen wir das. dann werden die rund, Ja, definitiv. dann machen wir jetzt aus was Viereckigem was Rundes. Backe, backe, Kuchen. So, was machen wir jetzt? Aber andere Seite. Warte mal. So, jetzt werden wir mal ein bisschen den Raps hier plätten. Das muss so. Sehr schön. So, jetzt machen wir einfach hier. Zack. Wie macht man denn? Wie kommt das raus? Warte mal. Schafft nicht mal die Nase. Klappe öffnen. Und so. Spanngürtel. Hupen. Hupen, na Hupen ist gut. Ach so. Nee, warte. Warte doch. Ach Mann, jetzt sind die schon alle weg. Oh. Jetzt kannst du die. Ja, dann drei auch noch nehmen. Boah. Cool, ne? Wie viel? Das ist schon geil. Es ist einfach schon geil. Genau, aus Stroh Gold spinnen. Ja, das hätte ich probieren sollen hier mal. Also, das muss dann ich machen, weil sie ist der Zwerg, der um das Feuer hüpft. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelheinzchen stieß. Es ist Tea Time. Bis gleich, liebe Grit. Bis gleich. Ah, warum ist denn die Tür hinten auf?
Was soll denn das? So, machen wir zu. Okay. Also. Ja. Du wolltest ihn putzen, hast du gesagt. Nein. Wieso ich? Du wolltest das. Was? Siki wollte das. Du stöhnst. Ja. Ja. Stimmt. Eindeutig ja. Der ist sauber. Wunderbar hier, der ist völlig... Hättest du dich nicht beschwert, hätte das keiner mitgekriegt. Auch den LKW. Siki, Siki findet noch immer noch eine Wunde, wo man rein... Ja, die Felgen, die glitzern. Was, du kannst nicht? Ja, ja. Siki findet immer noch eine Wunde, wo man reinstechen kann. Das ist wirklich unglaublich. So. Okay, das haben wir jetzt. Jetzt werden wir... Hast du jetzt geguckt, schon wegen dem Kalken? Nee, ne? Hör mal, du stehst doch auf dem Feld, oder nicht? Meinst Nein, ich bin auf dem Feld, wo ich gleich die Steine runtersammle. Mhm. Warum bist du nicht dazwischen? Ach nee, schon gut. So, Moment mal. Natürlich ist das wichtig, Sigi. Ich sehe das ja genauso. Ich sehe das ganz genauso wie du. Nur, wenn ich das sage, dann ist das Bu-Bu-Bu. Und wenn du das sagst, ne, das ist dann schon was anderes. Weißt du, mich nimmt sie nicht für voll als Chefin. Oh ja, da haben wir noch jede Menge. Aber die haben, glaube ich, auch noch. So, ihr Lieben, ich wünsche allen eine ruhige Nacht und noch ein gutes Schaffen. Bis nächstes Mal, freue mich schon drauf. Und meine Lachmuckis. Ja, oh, Andrea, dann gut's Nächtle, süße Träume dir, ein wunderschönes Wochenende. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Bis dann, Andrea. Ein schönes Wochenende dir. Und das geht bitte jetzt nochmal liebevoll. Das war sowas von liebevoll. Liebe. Siehst du, du kannst doch nicht mal das Wort aussprechen. Liebe. Ein schönes Wochenende, lieber. Geht doch. Das war auch vorher. Nahrung gesagt. So, jetzt nehmen wir mal das... Wenn wir hier mal ein bisschen benehmen lernen, ey. Aha. So. Was war das denn für ein Ausspruch? Das brauche ich nicht. Hab ich. Ja. Oh, du bist so süß, siehst du? So machst du das richtig. Ja. Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. So. Okay. Boah, sag mal, nimmst du das Teil jetzt mal oder was? So. Nee, ich will nicht da durch. Jetzt werden wir noch ein bisschen Schweinefutter holen, nicht wahr? Frau von und zu. Hallo, Gespräch? Ja. Reden wir nicht mehr, oder was? Doch. Was hast du gemacht? Ich werde jetzt beinahe abge... hier. Keine Absicht. Nein, oh. Ach, schieß es nur den... Ach, nee. Also... Unglaublich. So, jetzt werden wir mal... Das war doch hier, oder? Mit dem Schweinefutter. Oder ballert hier Mistgülle. Oder weiß der Teufel. War das hier? So. Ach, ja. Was? So. Befüllung starten. Schweinefutter. Da. Er schüttet man da mal daneben.
Wie kriegen das jetzt da raus dann da? Warte, ich gucke auf dein Bildschirm. Ja, nee, ich bin ja noch nicht da. Ja, abschütten nach hinten, ne? Wo nach hinten? Es ist nach hinten eingestellt, wenn du den gleichen hattest, den ich vorhin hatte. Das ist der blaue. Die Mann und die Angestellten rebellieren. Ja. Sie hat es nicht mitgekriegt, ist nicht schlimm. Was macht der hier jetzt da? Da guckst du einmal in den Chat. Da kommt hier der. Boah, geh weg. So. Also. Das muss in den Schweinestall. Ja. Was war hier los? Ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe mich hier hochkonzentriert auf meine Arbeit. Das ist gut. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich krieg das schon noch raus. Philipp, was hat sie getan? Willst du das alles als Schweinefutter da reintun? Ja, das ist doch Schweinefutter. Ja, aber die Schweine sind doch fast voll, oder nicht? Nein. Randale im Müttergenesungswerk. Aber die Frage ist, wie kriegen wir denn das da rein? Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe dein Dilemma. Und wieder vorne drauf. Oben drauf, meine ich. Ich verstehe dein Dilemma, ja. Mhm. Ist so. Aber der hat doch auch einen Kornschieber, oder? Was? Aber da geht... Oh. Warum macht der das? Was tust du da? Ich fahre. Nein. Das nenne ich nicht fahren. So, das wird jetzt echt ein Problem. Das haben mit Schubboden, genau. Mit dem Schubboden. Das genau das meine nicht ich. Mit diesem Wagen gemacht hier. Nein, du hast es mit dem Kleinen gemacht. Wir kommen da nie wieder raus mit. Ja, genau. Nie wieder. Das ist vollkommen korrekt. Ich komme nicht. Oh Gott. Wieder rein. Eck. Hallo? Oh. Schubboden musst du einstellen. Was machst du da? Was so weit sind wir noch nicht. Schubboden. Ich sehe den Schubboden hier. So, Moment. Wir müssen das erstmal. Also, wir haben jetzt den ersten LS-Stream in diesem Monat. In diesem Jahr. Ich hoffe, dass. Was? Warum fährt ihr denn nicht? Also, jetzt kannst du wirklich fahren. So, wunderbar. Ich sehe jetzt schon jemanden mit ohne Haare. Jetzt. Warum? Achso, das braucht man nicht. Jetzt gerade. So. Also, was muss ich jetzt hier? Du musst Schubboden einstellen. Gib's dir nicht ab. Ah, doch, da. Kornschieber? Nicht. Schubboden. Okay. Und du musst jetzt bis hinten aber durchfahren, dass der Anhänger da über dem Dings ist, ne? Was über dem Dings ist? Hier ist das Teil. Das steht doch gleich. Da siehst du. So, und jetzt machst du... Genau. Siehste. Ich häng fest. Was? Ja, guck nicht mal, wirklich. Was das Schwein da macht. Das ist suizidgefährdet. Was erwartest du bei deiner Pflege? Die fühlen sich wohl. Mhm. Die fühlen sich wohl und geliebt. Mhm. Die haben nur keine Bürste. Die armen Tiere. Die müssen jetzt ungekämmte Haare tragen. Guck mal, wie die aussehen. Seh das Dilemma, Tor muss kleiner. Guck mal, wie die aussehen. Guck mal. Tupfer. Ganz schmutzig. Ja, komische Geräusche. Ja, rennt doch alle unter dem LKW. Hat er jetzt auch gehört, hier das rauszumachen? Weil ich ausgestiegen bin? Wahrscheinlich. Ja? Ich weiß es nicht. Ich bin doch leer. Wie? Vorhin warst du noch voll. Ach, guck doch mal, was machen die denn? Kannst du die Tiere nicht mal wegtun da? Ich habe keine Zeit, ich muss die Steine wegtun. Ja, aber ich muss doch hier. Ja, heb den LKW ich an. Ich fest. Warte mal. Jetzt liegt das da. Ich häng fest. Warum häng fest? Jetzt habe ich überfahren. Du hast das Schwein überfahren? Das werde ich Grit erzählen. Grit, ich kann nichts dafür. Die ist Tee machen, die kommt gleich wieder. Warum sind die Schweine eigentlich gar nicht rosa?
Manu fahrt rüber, gibt heute Abend Schweineschnitzel mit Pommes. Oh! Also ich glaube, das müssen wir mit dem anderen Auto machen. Echt? Ja. Borsti ist tot. Das wird der Titel sein. Borsti ist tot. Das ist... Borsti geht's gut. Das steht und glotzt. Das ist so Absicht hier. Geh doch mal weg. Mann. Was ist denn los mit diesem Schwein? Wir brauchen bald das Schweine... Wir brauchen das Schweinefutter bald nicht mehr. Guck mal, es legt sich dahin. Für keine Schweine brauchen wir auch kein Futter. Sehr witzig. Guck mal, das liegt da. Jetzt rennt es wieder hier drunter. Also die sind ja wirklich... Ja, ich... ja... Du könntest recht haben, dass das nicht für so ein Laster gemacht ist. Ja. Wir überfahren diese Steine jetzt, das ist jetzt wurscht. Nicht rauslaufen. Hallo. Geh mal rein, geh rein. Rein, nicht unter den LKW. Ja, hier, das passt doch wunderbar. Sie hat es tatsächlich geschafft. Ich kann es gar nicht glauben. Oh, Tür zu. Ah, nee, warte mal. Ich muss mal kurz. Wieso sind die alle so schmutzig? Komisch. Philipp, guck mal, wie die aussehen. Guck mal. Siehst du das? Guck mal. Es ist schon ganz schwarz. Da siehst du. Es braucht Bürsten. Es muss gekämmt werden. Ja, guck, ne? Das ist richtig. Guck mal, das ist richtig angeschmuddelt. Und das da auch. Das ist nicht rosa. Ne? Also die brauchen dringend Pflege. Fürsorge. Hier, guck. Da. Das hat einen schwarzen Pöppes. Na? Das sind Reifenspuren auf die Rücken. Manu, nimm den Hochdruckreiniger zum Saubermachen. Oh, nein. Ist ja nur der Zaun kaputt und bestimmt 5 Ferkel Schweine überfahren. Nur? Das ist überhaupt nicht wahr. Grit, sie hat Schweine überfahren, das ist nein. So. Das stimmt nicht. Also, lies, was Miri geschrieben hat. Wenn überhaupt, dann ist ein Schwein, es ist mir direkt in den LKW gelaufen. Ich hatte einen Bremsweg. Die Glas sind die schwarz, die kommen aus deinen Reifen. Amochi-Eis, oh. Oh. Ehemann! Wochenendeinkauf, Mochi-Eis, draufschreiben, Zettel. Hm. Manu, am besten du bringst die Schweine zum Waschplatz und wäschst sie. Das würde sie auch noch tun, glaub's mal. Ja, nicht auch. Obwohl bei einem kleinen Koffer sagt sie schon, oh, der ist so schwer. So, also. Das reicht nur fürs Tanzen ums Feuer. Bei Lidl. Bei Lidl. So, bei Lidl gibt's das? Oh, das ist gut. Doch, Borsti kam unter dem LKW, schnief. Aber, also man muss jetzt mal zu meiner Verteidigung sagen, dass das Schweinchen direkt in den LKW gelaufen ist. Auflieger waschen. Ich hätte gar nicht mehr, nein. Ich hätte gar nicht mehr überhaupt, also. Habe Mango und Kokos bekommen, oh. Oh ja, Mango... Kokos ja, Mango nein. Mango schmeckt bestimmt auch gut. Mit Flaschenbürst in die Nase. Boah, shiny. So, machen wir mal schön ordentlich. Und jetzt werden wir mal gucken. Tipptopp spielt LS? Was ist bei ihr los? Ja, das verstehe ich auch nicht, ne? Also was da wieder nicht in Ordnung ist. Wo ist denn überhaupt unser Hund? Schmucko. Hund?
Schoko schmeckt wie Pudding und Vanille ist auch nicht schlecht. Ja. Ich weiß gar nicht. Schoko, Vanille, Kokos nehme ich auch, aber bei Früchten bin ich immer so ein bisschen Ich mag ganz mäkelig. gerne Früchte. Also ich würde Mango würde ich tatsächlich Du probieren. bist ja Das auch ein Früchtchen. ist. So, du Was machst du sagst jetzt so mit den tatsächlich. Schweinen? Das ist nichts. Jetzt sieht die Nahrung doch gut aus hier. Ist gut. Also Da ist die auch hält. Mist. Was? Ja, die haben bestimmt auch Mist. Ja, hier, guck, Gülle, das ist nix. Die sind Futter ganz voll. Das ist auch gut. Bin fast fertig mit Steinigen. Sehr schön. Ja, das ist Karotten nicht. Ja, Was? doch kein Mensch. Was hat kein Mensch? Das Zeug hier. Ach, du guckst nach Aufträge. Ja, aber das, wie Aber gesagt. wir haben doch schon 321.000. Wir Was brauchen brauchen wir allein. denn an Geld? Ja, sag mal, also wir brauchen. Wir brauchen, ich höre. So. Also. Wir brauchen einen Ernter, einen Baumwollernter, der Warum auch Baumwolle? Lavendel erntet. Ne? Also, oder Lavendelernter. Am besten wäre ja, wenn beides ist, aber ist nicht. Also gibt es nur Lavendel. Also, der kostet. Wieso kann der nicht beides? Das ist ja, was ist denn das schon wieder? Warum geht denn das nicht? So. Also wir brauchen Lavendel. Uff. Eieiei. Ich glaube, Philipp hat uns gesagt, welche Sorten wir zusammen können. Wie, welche Sorten wir zusammen Wir können. was zusammen mit Ernte und so. Ja, also Fakt ist, Lavendel müssen wir ja ernten und das ist hier ein Gerät für Lavendel und das kostet 485.000. Und von John Deere sogar Hast du mal bei 847.000. uns geguckt, was unsere Ernte machen? Ich weiß, also die machen keinen Lavendel. Bist du sicher? Ganz sicher. Guck doch mal bei Andrina oder bei dir. Ja, Lavendel kann das nicht. Du meinst hier die Karotten-Dingens hier. So, dann brauchen wir. Einen davon haben wir ja. Ich weiß jetzt nicht, welchen wir haben. Wir haben einen haben wir, ne? Einen haben wir. So, und wie war das? Und einen brauchen wir noch oder brauchen wir das nicht? Einen brauchen wir noch, ja. Aber das sind ja vier hier. Ah ja, wir brauchen noch genau. Wir brauchen da, richtig. So. Wir haben den, glaube ich. Inventor Ja, brauchen ein. wir. Den Ventor brauchen wir so. Nochmal 410.000. Sind wir schon bei fast einer Million. Dann. So, hier ist nichts dabei, was Lavendel erntet. Bist du ganz sicher? Möchtest du selber nochmal gucken? Nein, frag nur, ob du ganz sicher bist. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Und dann brauchen wir noch etwas. Für Für Zuckerrohr. Zuckerrohr. Da brauchen wir auch einen Ernter. Gut, der ist jetzt anscheinend nicht so teuer. Das hier. Da brauchen wir auf jeden Fall den hier, was das Zeug da reinhäckselt und ne, so. Die zwei Sachen. Also brauchen wir über eine Million. Und die willst du woher nehmen? Ja, im Moment weiß ich nicht, wo wir die hernehmen. Im Moment weiß ich das noch Haben wir nicht. eigentlich noch einen Kredit offen? Muss ich jetzt mal gucken. Ballentransport, Ballenwickler.
Mähdrescher, Baumwolltechnik, Zuckerrohrtechnik. Also, es gibt da noch was anderes anscheinend. Aber also. Ich war jetzt gerade im Chat offline. Warum? Also hier. Also Zuckerrohrtechnik, da gibt es auch noch was anderes, aber da muss ich mal, das weiß ich jetzt nicht so genau, was das ist. So. Und mein dann. Chat ist offline. Immer noch? Aber der Stream läuft, glaube ich. Jetzt bin ich hier da. Okay. Also mein Chat. Ja, du ja wohl wahrscheinlich auch, oder nicht? Ja, ich hoffe doch. Machen oder was? Also, ja, über 1 Million. Also, ob wir einen Kredit offen haben, weiß ich jetzt nicht genau, muss ich nachgucken können. Also, 500.000 haben wir ja schon fast. Ja, das. Was? Jetzt? Ja, Kredit haben wir auch noch offen. Nein! Doch. Wie viel? Viel! Wie wäre es, wenn wir den mal bezahlen? Ich sehe es nicht, es ist zu klein. Ja. Du kannst mir einen vom Pferd erzählen, das ist jetzt... Sag mal... Matten! Ich glaube, wir beide müssen uns mal unterhalten. Warum denn? Ist das denn nötig? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. 1800 Liter, okay, die haben noch genug zu essen. Die haben also keinen Kredit offen. Nein. Okay. Haben wir nicht. Manu hat das gerade bezahlt. Es ist schade, dass ich dich jetzt gerade nicht sehen kann. Hast du bestimmt Schnappatmung? Wo ist unser Geld? Ja, weg, ne? Wie wäre es mal, wenn wir mal ein bisschen Zeug verkaufen hier? Guck mal nach Gelder. Nach was? Ja, guck mal da, wir haben garantiert ganz viel Zeug in unserer Garage da, in unserem Lager. Wenn das nicht... Alter Vater. Kuchen 4700. Ach, warte mal. 900 Fastfood-Restaurant. Das ist eigentlich... Sag mal, wo fährt er denn die ganze Zeit gegen? Ah, ich weiß wo. Ich bin so blöd. Sollte den vielleicht mal anheben. Was haben wir denn noch? Also Kuchen könnten wir mal... Ich denke, hä, wo fährt er denn die ganze Zeit gegen? Dann haben wir noch... Wir sollen mal nach Kompost schauen, schreibt Philipp. Hier hat immer noch so einen hämischen Lachen. Balu, hallo, willst du auch duschen? Gibt jetzt feine Dusche, ne? Duschi, duschi, duschi! Komm her, Balu. Der Preis ist doch gar nicht schlecht hier. 5000 ist so gut. Ja, denn, ahü bis morgen früh. Soll ich dir gleich beim Ausladen helfen? Ja, am besten, ne? Gott, mein Traktor sieht aus. Meine Herren, ey. Ja, ätzend. Kann man keinem zeigen, ehrlich. Sieht aus wie Sau. Nur weil du deinen schon gewaschen hast. Ja. Warum sitze ich hier drin? Kannst auch draußen sitzen, ist auch nicht besser. Soll ich die Steine wegbringen? Aber das lohnt sich nicht, die Steine wegzubringen, ne? Dieses. Wir haben doch das Gerät da. 34%. Das musst du zu unserer Maschine bringen. Ja, aber wir haben. Haben wir nicht genug Kalk? Kann man davon von dem Kram jemals genug haben? Ja. Wo will ich denn überhaupt? Pass auf, wo du dich hinstellst, wegen Manus Reifen. Ja, deswegen. Was ist denn das hier für ein Verkehr hier? So, jetzt werden wir mal... War das doch hier hinten, oder nicht? So. Bring zur Schmiede, kannst Zement draus machen. Wir brauchen aber Stahl, nicht Zement.
Wenn das so weitergeht, brauchen wir Stahl. So, abkippen ist hier, ne? Es war doch hier, oder nicht? Ich bin total verwirrt. Was ist das denn? Ja, das müsste da gewesen sein. Nee, das ist richtig. So, warte mal, wo habe ich denn das da hinten? So. Ja. So, Feld ist vorbereitet. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja. Ja, da im Moment können wir nichts drauf. Kann ich machen. Ja mal gucken. Es ist, gehört mir und 0% gedüngt. 0%. Ja, gut, das erste Mal dünge ich, wenn ich. Ist das Landwirtschaft oder Construction Simulator? Nein, aus dem Stein wird jetzt Kalk gemacht. Wir machen natürlich kein Zement da draus. Nein, nein. So. Oh, diese Ballen, ne? Also wirklich. Die sind wunderschön. Wunderschön. Ja. Ich bring jetzt Kuchen weg, einmal. Ja, und dann hast du schon alles ausgeladen aus dem Osten? Nein, nein, nein. Ich habe jetzt erstmal nur den Kuchen. Ist das so, ja, da ist doch bestimmt noch was im Lagerhaus, oder nicht? Ja, natürlich. Warum? Also ehrlich jetzt mal, ne? Ich hatte Vorfahrt. Mhm. Ganz eindeutig. Mhm. Natürlich. Ja, ja. Natürlich. Ich hab das kommen sehen. Toll! Ehemann hat das kommen sehen. Murphy-Schwester. Ach, Menno. So. So, dann guck ich doch mal, was in unserem Lager ist, nicht wahr, nicht wahr? Ja, ja, ja. Kuchen, 0 Liter. Ne, das, Wir haben Birnen, Kokos, Pflaumen, Kürbis, Orangen, Zucker, Blutmet, Apfelmet, Weizenbier, Honigmet, mhm. Erdbeeren, Tomaten, Olivenöl, Hopfenbier und Kuchen. Ah, nee, Kuchen nicht. Wie sieht's denn aus bei den Alkis? Beim Spielplatz? Ich glaube, das geht woanders hin. Soll ich das rausstellen, oder was? 5000. Ich weiß nicht, was hoch ist und was nicht hoch ist. Das weiß ich im Moment. Ich muss hier nachgucken. Ich glaube, dass der Preis gut ist. Moment. Wo war das? Nein. Da. Nee, Quatsch, falsch. So, und jetzt gucke ich doch einfach mal bei irgendeinem Alk. Irgendein Alk, der mir jetzt unter die Finger kommt. Alk! 5000. 5526 ist das höchste. Das ist Lux Pharma Market. Weizenbier hat... 8000 ist circa... Ja, also dann können wir es nicht verkaufen. Kompost 5000. Ja, also kein Blutmet. Liegen alle 8000 ist circa bei Blutmet. Mitte. Die liegen alle im 5000er Bereich. Dann ja, war der Kuchen wahrscheinlich jetzt auch zu billig. Aber ich kann mir nicht merken, was der Normalpreis dafür ist. Wie soll ich mir das merken? Also das kann ich mir nicht merken. Warte mal, Preisänderung anzeigen. Saisonale Änderung. Also im August, wenn es am höchsten ist, jetzt zum Beispiel bei Weizenbier, sind wir bei 7600. Bei Weizenbier. Gerstenbier, ja. Also im August ist der höchste Punkt
zum Verkaufen. 7.700 Honigmet ist im November mit 8.000. Ja, jedenfalls haben wir den Kuchen jetzt zu billig verkauft. Wahrscheinlich. Warte Ja, ist mal. so. Also ich kann mir das, wie gesagt, ich kann mir die Preise da nicht merken. Alle Ja, auch, da, guck mal einzelnen. hier, den ganzen Alk und so. Ja, dann haben wir jetzt im Moment nichts zu verkaufen. Und Kompost, warte mal. Kompass war 5.000. Kompost ist am höchsten im Dezember. Ja, der ist jetzt quasi naja, noch nicht am tiefsten, aber Ja, also haben wir jetzt zu verkaufen. momentan nichts zum Verkaufen. Im Moment jetzt erstmal nichts zu Ne, verkaufen. ne. Ja, dann müssen wir schlafen. Oder? Wie sieht das aus beim Obstgarten? Ist da was? Dann würde ich das Weiß mit ich, das dem weiß ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt gerade nicht geguckt. Hänger holen. Ja, dann guck mal, weil ich wollte jetzt mal den Zucker hier rausholen, damit ich ihn verteilen kann. So. Stopp. Das machen wir mal eben so. Also. Weil da müsste ja jetzt Obst schon wieder nachgekommen sein, nachdem ich das letzte Mal da 80.000 Liter reingeschüttet habe. Erdbeeren. So. Zucker.